Playgames Alone wird unterstützt von der Spielebude. Jetzt mit 5% Rabatt. Link in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel, das ist Playgames Alone. Heute werde ich mal Cable gegen meinen damaligen Angstgegner, den Red Skull, treffen. Also, was gibt's besser als einen, der geil mit Plänen umgehen kann, mit Nebenplänen umgehen kann, gegen jemanden zu spielen, der eigentlich mega viele Nebenpläne hat. Ich denke mal, das wird cool. Das Deck ist eigentlich wieder dasselbe. Das werde ich aber gleich eh noch beim Zeigen vorstellen. Jetzt kommt meine Karte hier rein. So, diesmal gesleeved, ne? Vorbereitet. So, dann gehen wir mal eben durch, für diejenigen, die Red Skull nicht so kennen. So, er hat ein Planen von 2, Angriff 0 mit Sternchen. Red Skull bekommt plus einen Angriff für jeden Nebenplan im Spiel. Und 12 Lebenspunkte. Ist gar nicht so viel. Früher fand ich das immer extrem viel, aber mittlerweile habe ich, glaube ich, schlimmere gesehen. So, dann haben wir hier den Nebenplan, der Aufstieg des Red Skull. Red Skull 1 und 2, Standardbegegnungssets wie immer und 2 Modulare, Hydra-Angriff und Hydra-Patrouille. Bringe den Nebenplan das Rote Haus ins Spiel, mische jeden anderen Nebenplan in das Nebenplan-Deck und lege es neben dem Begegnungsdeck. Und lege den Schergen, den Schläfer, nicht ins Spiel empfindlich beiseite. So, ups. Hier haben wir das Rote Haus. Red Skull kann keinen Schaden nehmen. Unterbrechung. Sobald ein Charakter gegen diesen Nebenplan Widerstand leistet, darf er stattdessen Widerstandswert seinen Angriffswert verwenden. Und kommt mit 3 ins Spiel. Haben wir. Dann haben wir hier den Nebenplanstapel. Da ziehen wir ja jede Runde dann ein. Achso, ja, muss auch die eine Seite zeigen. Klar. Erzwungene Reaktion. Nachdem der erste Schritt der Schurkenphase abgehandelt worden ist, decke die oberste Karte des Nebenplansdecks auf und bringe sie ins Spiel. Und den Schläfer haben wir auch hier. 1-3. 5 Punkte pro Gegenspieler, aber passt. Ist Elite, Hydra, Roboter. Vergeltung 1, Wache und Zähigkeit. Sobald aufgedeckt, der Schläfer fügt den Startspieler in einem Kampf. Entferne diesen Schergen aus dem Spiel. Jetzt haben wir sein Deck. Und wir sind wieder hier. Nathan Summers. 4er Erholung, ist ein Mutant, ein Soldat. Du darfst Spielernebenpläne bei beliebigen Aspekten im Deck aufnehmen. Und Soldat X. Durchsuche dein Deck und dein Ablagestapel nach einem Spielernebenplan und bringe es ins Spiel. Mische. Und hat in Cable hat er 2-2-2, einen Soldaten X-Force. Nachdem Cable einen Nebenplan besiegt hat, mache ihn spielbereit. So, jetzt ist die Frage, mit welchem Nebenplan fange ich an? Der ist mir erstmal noch egal. Ich will dir noch keinen Schaden machen. Welchen Nebenplan nehme ich? Besten einen einfachen, den ich jetzt schon dann erledigen kann. Zweier könnte man nehmen. Vorteil. Okay, ich nehme Laden und Entsichern. Sobald besiegt, jeder Spieler darf sein Deck und sein Ablagestapel nach einem Waffen-Upgrade mit Kosten von 3 oder weniger durchsuchen und mit ihnen ins Spiel bringen. Kommt mit 2. Ich denke mal, das ist ein cooles Ding für die erste Phase. Ich muss irgendwann eine neue Lampe hier rein. Das ist ja
nervt das Zischen. Ich hoffe, das hört man nicht. So. Dann ziehen wir 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, da haben wir einmal Marvel Girl. Unter hat 2-1, kostet 3 Lebenspunkte, zionisch. Sobald Marvel Girl einen Schergen angreift, entferne X Bedrohung vom Hauptplan. X ist der aufgerufene PLA-Wert des Schergen. Dann haben wir Zeitsprung. Sobald der Hauptplan vollendet werden würde, entferne diese Karte aus dem Spiel und bringe einen Nebenplan aus dem Siegpunktstab ins Spiel. Verschiebe 4 Bedrohung auf den Nebenplan. Nachdem du gegen einen Angriff eines Gegners verteidigt hast, erschöpfe Ascanis Son und gib eine Energy-Ressource aus. Entferne Bedrohung von einem Plan in Höhe des Widerstandswertes des Helden. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier noch einen. Sobald besiegt, gib jede Entität eine C-Statuskarte. Heimlicher Angriff. Füge einen Gegner für Schaden zu. Falls der Gegner durch den Angriff besiegt wird, entferne 2 Bedrohungen von einem Plan. Und Genialität. So, den will ich haben, den will ich haben, das will ich haben. Nach dem Zeitsprung weiß ich nicht, ob ich den brauche. Füge einen Gegner 4 Schaden zu. Dann würde ich die 3 abwerfen. 1, 2, 3. Oha. Dann haben wir einmal Body Slide. Wechsel in der Gestalt. Jeder andere Spieler darf in der Gestalt wechseln, in der er sich jetzt befindet. Nicht so toll. Doppelt Stärke. Und mein Nebenplan. Niemand außer Kebel kann Bedrohung vom Technovirus unterdrücken entfernen. Solange der im Siegpunktstapel ist, erhält Nathan, Summers und Kebel das Merkmal Zionisch. Und Kebel bekommt +1/+1/+1. Okay, viel kann ich jetzt diese erste Runde nicht machen. Machen wir einfach. Ich spiele Body Slide, hier Ascanis Son. So, dann leiste ich einmal Widerstand. Achso, ich springe rüber. So, leiste einmal Widerstand. Und da ich den besiegt habe, mache ich mich wieder bereit. Und habe jetzt hier, darf mir eine Waffe raussuchen. Dann nehme ich doch natürlich Dann nehme ich noch natürlich mein Plasmagewehr. So. Mein Plasmagewehr. Erschöpfe Plasmagewehr und gib eine Energieressource aus. Füge einen Gegner für jeden Nebenplan im Siegpunktestapel einen Schaden zu. So. Haben wir. Und dann spiele ich noch den zweiten Nebenplan. Da kommen auch wieder 2 drauf. Die leiste ich wieder Widerstand. Damit ist er durch. Hab einen zweiten. Und gib jedem Identität eine C-Statuskarte. Das ist doch schon mal gut. So, und dann werde ich noch den Gedanken meinen Plan spielen. Da kommen 5 drauf. 3. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann habe ich noch die beiden Doppeltressourcen. Und dann ziehe ich 3 neue. 1, 2, 3. Da haben wir den Professor. Ein Vorteil für 1. Erschöpfe Professor, wähle. Ziehe entweder eine Karte oder suche dein Deck und dein Ablagestapel nach einem Spielernebenplan und nimm ihn auf die Hand. Das ist doch sehr gut, weil da haben wir jetzt hier Verstärkung anfordern. Jeder Spieler darf sein Deck und seinen Ablagestapel nach einem Verbündeten durchsuchen und ihn ins Spiel bringen. Und räumt das Gebiet. Entfernt 2 Bedrohungen von einem Plan. Falls damit die letzte Bedrohung von einem Plan entfernt wird, ziehe eine Karte.
Okay, dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Okay, dann geht der Plan um 1 voran. Red Skull greift an. Es ist ein Nebenplan im Spiel. Also macht er einen Schaden plus. Ich verteidige nicht. Ein Schaden plus nichts. Hänge diese Karte an Red Skull. Bekommt plus 1 plus 1. Also bekomme ich einen Schaden. Jetzt sind wir bei 11. Dann wird der nächste Nebenplan aufgedeckt. Hydra-Verstärkung. Sobald besiegt, der Spieler, dessen Plan besiegt hat, legt ein Nicht-Elite-Schergen ab. So. Und dann bekomme ich eine Karte. Erzwungene Unterbrechung. Sobald Red Skull aktiviert wird, gib ihm für jeden Nebenplan im Spiel eine zynische Bußkarte. Lege dann die Karte ab. Alter Schwede. Ach, ich bekomme gar keinen Schaden. Geht in eine C-Statuskarte rein. Opa. Stimmt. Und eine für hier. Alter. Hänge diese Karte an Red Skull. Red Skull erhält Vergeltung 1. Uiuiuiui. Okay. Ja, das war eine böse Runde für mich. Da kommen zwei drauf. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen taktieren. Und zwar, achso, der ist wieder bereit. Er leistet Widerstand, nimmt den Plan hier raus. So, der ist jetzt auf den Nebenplan Ablagestapel. Dadurch macht er sich wieder bereit und leistet nochmal Widerstand und nimmt hier mal zwei weg. Dann spiele ich räumt das Gebiet, entferne zwei Bedrohungen von einem Plan. Falls damit die letzte Bedrohung von einem Plan entfernt wird, ziehe eine Karte. Dann nehmen wir das hier. Fand das rote Haus, das ist gut. Zack. So, ziehe ich eine Karte. Hänge diese Karte an einem Nebenplan. Sobald der Plan mit diesem Upgrade besiegt wird, füge dem Gegner einen Schaden zu. So. Nehmen wir kurz gerade erstmal die Waffe weg, ne? Ja, muss ich die Doppelressourcen opfern. Energy, Physical und Dings. Zack, dann ist die Pistole weg. Der wird mir sonst zu stark. So. Da habe ich noch den Professor. Ja, der wird mir sonst zu stark. Dann 1, 2, 3 und 4. Ah, das war schon mal gut. Haben wir. Gedankenscan, sehr gut. Entferne drei Bedrohungen von einem Plan. Entferne für jeden Nebenplan im Siegpunktstapel eine zynische Bedrohung von dem Plan. Sehr gut. Dann nochmal. Nachdem ein Nebenplan besiegt worden ist, erschöpfe erfahrene Mittel. Oh, das ist sehr gut, weil viele Nebenpläne im Spiel sind. Das Blatt wenden. Nachdem dein Held Widerstand geleistet hat und Bedrohung von einem Plan entfernt hat, füge einem Gegner drei Schaden zu. Und dann hier die Wachen ausschalten. Jeder Spieler darf einen Nicht-Elite-Schergen aus dem Spiel ablegen. Ja. Okay, dann der Plan geht um 1 voran.
Red Skull greift an mit 1. Sobald Red Skull aktiviert wird, gib ihn für jeden Nebenplan im Spiel eine zusätzliche Boostkarte. Die Frage ist auch mein, wahrscheinlich Mana zählt auch, ne? Aber ist nicht so schlimm, ich habe hier viel weggemacht. Das ist okay. Ist einer, er greift mit 0 an, dann kriegt er nur eine Boostkarte, macht 2 Schaden. Das ist okay. Nö. Dann kriege ich 2 Schaden. Das ist okay. Und dann ist die Karte jetzt weg. Einmal pro Aktivierung. Dann kommt jetzt ein neuer Nebenplan. Sobald besiegt, der Spieler, der diesen Plan besiegt hat, durchsucht sein Deck und sein Ablagestapel nach einem Verbündeten, bringt ihm Spiel. Oh! Mit 3. Da habe ich gerade hier vergessen. Warte, kriege ich da was? Sobald besiegt, der Spieler, der diesen Plan besiegt hat, legt einen Nicht-Elite-Schergen ab. Ja, aber ist ja kein Elite-Schergen da. Also passt das. Gut. Ja. Dann war es das, ne? Das ist gut. Dann bin ich dran. Ich spiele halt den erfahrenen Ermittler. Ja, dann spiele ich den Gedankenscan. Und zwar entferne 3 Bedrohungen von einem Plan. Entferne für jeden Nebenplan im Siegpunktestapel 1 zur Bedrohung. 1, 2. So, habe ich 2. Dann habe ich 5 Bedrohungen entfernen. Das sind dann die Jungs. Und bekomme jetzt Zionisch und plus 1 Widerstand, plus 1 Angriff, plus 1 Verteidigung. So. Und ich habe einen Nebenplan besiegt. Ich habe einen Nebenplan besiegt, erschöpfe ich das und darf eine Karte ziehen. Hope Summers. Die werde ich auch gleich... Die werde ich auch gleich einsetzen, um den Professor zu spielen. So, dann leiste ich hier Widerstand, und zwar 3 Stück. Damit ist der auch erledigt. Der Spieler, dessen Leben besiegt wird, durchsucht sein Deck und sein Ablagestapel nach einem Verbündeten und bringt ihn ins Spiel. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Deck oder Ablagestapel? Ups, was? Nee, dann nehme ich lieber. Da weiß ich doch schon, wen ich dann nehme. Dann nehmen wir doch Kolossus. So, Kolossus hat 1 und 3, 3 Lebenspunkte, senke die Kosten Kolossus zu spielen um 1, falls ein Merkmal Mutant oder X-Men ist, aber das ist egal, und kommt mit einer Zähigkeit im Spiel. Das ist doch schon mal gut. Ich habe einen Nebenplan besiegt, mache mich wieder bereit und leiste hier nochmal Widerstand. Oh, das ist doch ziemlich gut bis jetzt. So, kriege ich 5 neue. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir Multitasking. Entferne 2 Bedrohungen von einem Plan. Falls du für diese Karte mit einer Wissenschaftsressource bezahlt hast, entferne 2 Bedrohungen von einem weiteren Plan. Übermut. Sobald durch Widerstand leisten eine beliebige Menge an Bedrohung von einem Plan mit diesem Upgrade entfernt wird, lege die Karte ab, entferne die gleiche Menge an Bedrohung von einem anderen Plan. Oh. Dann haben wir, nachdem ein nicht dauerhafter Nebenplan besiegt worden ist, füge erzwungene Amnesie den Nebenplan des Siegpunktestapels hinzu. Blindfort. 2er. Nachdem Blindfort ins Spiel gekommen ist, siehe die oberste 5 Karten des Begegnungsdecks an, lege eine davon ab und lege die übrigen in unveränderter Reihenfolge zurück. Und hier auch gut. Nachdem du eine andere psionische Karte gespielt hast, erschöpfe Scimitar, füge einem Gegner 2 Schaden zu.
Okay, das ist doch schon mal sehr gut. Okay, der Plan geht um eins voran. Red Skull greift an mit einer Karte, zwei Schaden, nämlich auf 8 und ein neuer Nebenplan. Sobald aufgedeckt, jeder Spieler legt die obersten 5 Karten. Hoppa. Jeder Spieler legt die obersten 5 Karten seines Decks ab und platziert hier eine Bedrohung für jedes unterschiedliche Ressourcensymbol, das er auf diese Weise abgelegt hat. Uha. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, wir haben dreimal Energy und zweimal die anderen. Das heißt, oh, schade, schöne Karte. Kommen drei Ressourcen drauf. Zack, 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 zack. Okay, ach, ist nicht schlimm. Ist nicht so schlimm. Dann bekomme ich eine Karte. Eine Wache. Okay. Okay, dann bin ich wieder dran, ne? Ich leiste einmal Widerstand. Dadurch ist der Plan weg. So, dadurch mache ich mich wieder bereit und dadurch habe ich den Ermittler und ziehe eine Karte. Haben wir Deathpool. So, dann würde ich. Ach, verdammt. Ach gut, ist jetzt nicht so tragisch. Dann spiele ich. Dann spiele ich Multitasking und die Amnesie für meinen Scimitar. Und das Upgrade, das kommt hier drauf. So, und dann würde ich halt. Dann schmeiße ich halt Deathpool. Nee, ich schmeiß. Nee, mach mal anders. Und zwar, ich zünd meine Waffe für die Joker mit einer Energy und mache 1, 2, 3 Schaden. Und der hier bekommt 3 Schaden. Und Blindfort schmeiße ich ab, damit ich 5 neue kriege. 1, 2, 3, 4 und 5. Das war schon mal. Dann haben wir das dem Gray Malkin, oder wie das heißt. Nachdem ein Nebenplan besiegt worden ist, mache Grimalkin spielbereit, erschöpfe Grimalkin, erzeuge eine Energy-Ressource. Sehr gut. Dann zweimal Kraft des Geistes, verdoppelt die Anzahl der Ressourcen für diese Karte erzeugt, wenn du für eine psionische Karte spielst. Gut. Telekinetischen Stoß, füge einem Gegner 6 Schaden zu, füge dem Gegner für jeden Nebenplan im Siegpunktestapel einen zusätzlichen Schaden durch. Und mein Schild, sobald ein befreundeter Charakter eine beliebige Menge an Schaden nehmen würde, lege telekinetisches Schild ab, verhindere allen Schaden davon. Das ist doch nicht. Ach so, und ich darf noch eine zweite Aktion machen, dann greife ich an. Dann ist der weg. So, dann habe ich zweimal, einmal Nebenplan geschrottet, genau, und einmal, genau, ja. Genau. Okay, der Plan geht um eins voran. Red Skull greift an. Kann er mit einem. Nichts. Gibt den Schurken eine C-Statuskarte und eine weitere Boostkarte. Okay. Dann nichts. Hydra-Jet-Soldat hat Erstschlag. Falls du in Heldengestalt bist, greift der Schurke dich nach dieser Aktivierung an.
Teile für den Angriff keine Boostkarte zu. Also 2. Dann kriege ich erstmal eine C-Statuskarte, der Junge hier. Hast du Glück gehabt. Und 2 Schaden nochmal. 1, 2. Okay. Und einen neuen Nebenplan. Sobald besiegt, jeder Spieler wählt bis zu 3 Karten in seinen Ablagestapel und mischt sie in sein Deck. Oh, das ist gut. Kommt mit 3 drauf. Das ist gar nicht so schlecht. Oh. Und ein Kärtchen für mich. Hydra Flammensoldat. Kommt mit 1-1. Nachdem Hydra Flammensoldat einen unverteidigten Angriff gegen dich durchgeführt hat, lege einen Vorteil unter deiner Kontrolle ab. Oh. Falls diese Karte bei einem unverteidigten Angriff abgehandelt worden wird, lege die Vorteil unter deiner Kontrolle. Oha. Oha. Okay, um die muss ich mich jetzt kümmern. Das ist nun mal jetzt so. Die Karte ist so schade. Wir machen erstmal so. Wir leisten erstmal Widerstand. So. Jeder Spieler wählt bis zu 3 Karten in seinen Ablagestapel und mischt sie in sein Deck. Was nehmen wir denn da? So, ich habe genommen das Superkrafttraining. So, da habe ich mir einen identitätsspezifischen Upgrade durchsuchen ins Spiel bringen. Telekinetischer Stoß mit den 6 Schaden. Und den anderen Nebenplan, ich darf mir einen Verbündeten ins Spiel bringen. So. Es sind nicht mehr viele Karten drinnen. Das ist sehr gut. Naja, mehr oder weniger. Was heißt, ich habe mich bald schön aufgebaut und dann können wir langsam anfangen. So, den habe ich besiegt, mache mich wieder spielbereit, darf eine Karte ziehen. Dann nochmal den telekinetischen Stoß, das ist ja super. Das ist ja super. So. Dann. Genau. Spiele ich für die Kraft des Geistes hier mein Energieschild. Das ist eine zionische Superkraft, das heißt, dadurch wird mein Scimitar. Habe ich eine Wache bei? Ne, ist keine Wache bei. Okay, zack, dann geht seine C-Statuskarte weg. Das ist gut. So. Dann. Nee, das will ich noch gar nicht. Das war jetzt. Ah, verdammt. Verdammt, mir fehlt eine Ressource. Nochmal zurück. Nee, das war doch nicht so klug. Ja, dann werde ich Dings nicht weg. Ja. Ja gut, aber hier, die muss ich einsetzen, die Karte, die ist einfach so gut. Einmal telekinetischen Stoß, einmal Kraft des Geistes weg. So. Dann.
greife ich einmal an. Sie macht 3 Schaden. Dann schieße ich mein Gewehr ab mit der Energieressource von hier und mache 3 Schaden. Dann ist der weg. Und dann greift er ihn an. Ist die C-Statuskarte weg und 3 Schaden und er ist weg. So, genau. Genau, dann haben wir ja 1, 2, 3, 4. Da haben wir die Vorahnung. Siehe die obersten 3 Karten des Begegnungsdecks an, wobei X die Anzahl an Nebenplänen im Siegpunktstapel ist. Du darfst eine dieser Karten ablegen, lege die übrigen in beliebiger Reihenfolge zurück. Dann machen wir sehr gut, plus 1 Widerstand leisten. Hänge diese Karte an einen Nebenplan an, maximal einmal pro Plan. Sobald der Plan besiegt wird, füge ein Gegner 4 Schaden zu. Und nochmal Gedankenscan. So. Ich würde sagen, wir sind so ziemlich aufgebaut. Jetzt kann es langsam losgehen. So, der Plan geht um 1 voran. Dann greift er an. Ich würde sagen, komm, ich nehme es nochmal. Mit 2. 1, 2. Da kommt der Nebenplan. Dieser Plan kann das Spiel nicht verlassen, solange der Schläfer im Spiel ist. Sobald aufgedeckt, bringe den Schläfer mit dem Startspieler im Kampf ins Spiel. Sobald der Schläfer besiegt wird, entferne diesen Nebenplan. Okay. Dann haben wir den Schläfer. Vergeltung 1, Wache Zähigkeit. Okay, und eine Kehrte. Sobald aufgedeckt, lege ein Upgrade oder einen Vorteil unter deiner Kontrolle ab. Nein, dann nehme ich das Verteidigen. Das ist nicht so wichtig. Okay, dann bin ich dran. 1, 2, 3, 4, 5. Ich spiele einfach mal die Vorahnung, weil das ist eine zionische Karte. Dann kann ich die Karte triggern und ihm die C wegmachen. Und jetzt habe ich 3 Nebenpläne im Spiel. Das heißt, ich darf mir die ersten 3 Karten angucken. Oh, die Fertigkeit will ich hier gar nicht. Und also ich hatte eine 3er, die will ich gar nicht. Das war jetzt geil wieder ver. Geltung kriegt. So, dann habe ich noch sobald aufgedeckt. Der Schurke greift dich an und die möchte ich im Grunde auch nicht haben. Aber der greift mich damit an. Da greift er mich an. Ja, okay, machen wir so. So, damit hat er aber schon mal seine Karte weg. Das ist schon mal gut. Er hat 5. Er hat 5. Aber wenn ich mit ihm jetzt angreife, ist er natürlich weg. Ich hätte schon gern plus 1 Widerstand. Ich hätte schon gern plus 1 Widerstand. Ich will die beiden für plus 1, um plus 1 Widerstand zu kriegen, habe ich jetzt noch den telekinetischen Stoß. Dann werde ich einmal hier meine Ressource nehmen und meine Waffe abfeuern, mache 3 Schaden.
So. Und dann wird Kebel angreifen und macht nochmal zwei Schaden. Damit ist der Schläfer weg und die ist auch aus dem Spiel. Auch weg. Entferne den Nebenplan aus dem Spiel. Zack, der ist weg. Gut. Da der Nebenplan weg ist, darf ich eine Karte ziehen. Nochmal den Gedankenscan. Kann ich aber nichts mehr mitmachen. Gut. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Da haben wir nochmal. Hänge die maximal einmal pro Plan. Oh gut. Jeder spielt darf sein Deck und sein Ablagestapel nach einem Vorteil mit Kosten von 3 oder weniger durchsuchen und ins Spiel bringen. Und die Superkraft, erschöpfe schnelle Fokussierung, senke die Kosten für die nächste Superkraft um 1. Auch ziemlich cool. So, dann machen wir alles wieder bereit. Dann geht der Plan um 1 voran. Ich muss sagen, die Nebenpläne halten mich echt auf. Ne? Die halten mich echt zurück. Aber jetzt muss man langsam mal an. Okay, der Plan geht um 1 voran. Er greift an. Diesmal geht er dazwischen mit, greift an mit. Ach ja, stimmt, mit nichts. Haha. Ja gut, hätte ich auch, ne? Hätte ich auch nehmen können, ich Blödmann, ja. Nimm ich. Ich habe das extra so geplant. Und eine Boostkarte. Falls diese Karte mit einem unverteidigten Angriff abgehandelt wird, legt den Vorteil unter Kontrolle ab. Nein, Wurzel nicht. Gut. Okay. Dann wird die Karte in den Arsch gerettet. Dann bin ich dran. Achso, und hier kommt ja noch eine Nebenplankarte drauf. Sobald besiegt, jeder Spieler durchsucht sein Begegnungsdeck mit Ablagestapel nach einem Hydra-Schergen und bringt ihn mit ihm ins Spiel. Mische das Begegnungsset. Aua, und zwei. So. Ich kann die Karte schon wieder nicht spielen. Alles doch zum Kotzen. Okay. Ich spiele die hier dran. So. Dann leiste ich einmal Widerstand, nehme hier zwei weg. Dadurch nehme ich hier zwei weg. So. Der Nebenplan ist besiegt. Ich mache mich wieder spielbereit und trigger das hier, weil ich eine Karte und ziehe eine Doppelenergie. Das ist doch mal was. Doppelenergie, das ist doch mal was. Dann spiele ich den Gedankenscan für die schnelle Fokussierung. Genau, für die schnelle Fokussierung. Das war jetzt dumm, ne? Ja, egal, ist jetzt so. Dann spiele ich schnelle Fokussierung, doppelt Energy für den. Nein, 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 nein. Ich spiele mit meiner Ressource mein Nebenplan für 3. So, jetzt leiste ich Widerstand, mein zweites Mal, und nehme die Karte weg, weil ich Widerstand 3 habe. Ne, Widerstand 4 sogar. Und jetzt darf ich mir jeder Spieler das sein Deck und sein Ablagestapel nach einem Vorteil durchsuchen. Müsste man eins drin haben noch, ne?
Weil sind ja alle schon draußen. Hab nichts mehr, aber das ist egal. Nein, die kann ich nicht sicher gleich eh. Aber ist egal, es ging mir eigentlich nur um, damit, nachdem ein Nebenplan besiegt worden ist, mache Grimalki wieder spielbereit. Haben wir. So, dann werde ich die Superkraft einsetzen. Die doppelte Energie einsetzen, um telekinetischen Stoß zu machen. Füge einem Gegner 6 Schaden zu, füge dem Gegner für jeden Nebenplan in Siegpunktestapel 1 Schaden zu. Das heißt, er kriegt 1, 2, 3, 4. Das heißt, er kriegt 10 Schaden. 10 Schaden ist er auf 2. Da ich eine psionische Karte gespielt habe, geht meine andere Waffe und macht nochmal 2 Schaden. Und damit ist Red Skull einmal sowas von niedergemacht und kommt in Stufe 2. Das heißt 16 Punkte. Und er bekommt immer noch für jeden Nebenplan im Spiel einen Angriff. Und sobald aufgedeckt, teile jedem Spieler eine Begegnungskarte zu. Okay. Dann haben wir das. Und ich bekomme Vergeltung 1. So, okay. Und und dann werde ich nochmal einfach mit meiner Waffe, weil es so schön ist, 1, 2, 3, 4 Schaden machen. 1, 2, 3, 4 Schaden machen. Und er macht auch nochmal 3 Schaden auf den Jungen. 1, 2, 3 ist er runter auf 9. Ah, und bekommt er Vergeltung 1. Ist das sinnig, den jetzt zu opfern? Ja, ist ja nicht, komm. Zack. Dann ist er weg. So. Und, obwohl. Sobald ein befreundeter Charakter in beliebiger Menge an Schaden nehmen würde, lege telekinisch und finde den Schaden davon. Dann machen wir das dann. Dann kriegt er nur den einen Schaden von der Vergeltung. Genau, ich darf für den ersten beliebige Menge an Schaden, nämlich erst die 2 für den Angriff. Genau, und die Vergeltung kriegt er dann drauf. Genau, so machen wir das. Dann springe ich rüber. Ja. Genau. Und erschöpfe Professor, wähle entweder eine Karte oder suche den Deck und einen Ablagestapel nach einem Spieler neben Plan und mische ihn rein. Ich meine, ich habe mich alle drin gehabt, ne? Aber wir können noch mal gucken. Ne, da ist noch einer. Na, dann nehmen wir den. Obwohl. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt nicht so ein toller. Nee, lassen wir. Komm. So. Dann kriege ich 1, 2, 3, 4, 5. Super. Und 6. Und dafür bekomme ich noch eine Begegnungskarte. So, was haben wir denn? Viele Nebenpläne, klar. Identifizierfähigen Upgrade. Ich darf einen Verbündeten holen. Hänge diese Karte an einem Nebenplan, mache 4 Schaden. Multitasking. Plus 1 Widerstand, was ich schon hatte. Und doppelt. Doppelt! Gut. Der Plan geht um 1 voran. Plus 3.
plus 1, nochmal um 4. Das heißt, wir sind bei 4, 5, 6, 7. Oha, da darf jetzt aber nichts mehr drauf kommen. Dann kommt ein Nebenplanenspiel. Misch mal die wieder, da passiert nichts. Steht so im Regelheft. So, nehmen wir die erste. Sobald besiegt der Spieler diesen Nebenplan besiegt hat, durchsuchst du ein Deck und ein Ablagespiel. Stapel bringt einen Verbündeten mit dir ins Spiel. Das ist auch nicht so verkehrt, der Nebenplan. Nicht so verkehrt, der Nebenplan. So, haben wir. Ja, und dann bekomme ich jetzt 3 Begegnungskarten insgesamt. Die muss ich jetzt überleben. Dann haben wir der Exosoldat, kommt mit Zähigkeit ins Spiel. Okay. Dann die erste. Sobald aufgedeckt, alter Ego, gib Red Skull eine C-Statuskarte. Red Skull treibt den Plan voran. Oha, das ist nicht so gut. Und dann ist der Plan auch erschöpft. Erledigt. Den lege ich mal ab. Ich denke, weiß ich nicht. Ich lege ihn einfach mal ab. So. Sobald aufgedeckt, bringen Nebenplan ins Spiel und ja, ist immer noch dasselbe und kommt mit 1. Und der nächste Nebenplan ist wieder jeder Spieler. Oh, das hätte ich gerade noch machen müssen. Ne? Das hätte ich gerade noch machen müssen, wo ich den besiegt habe. Ja, okay. Deck oder Ablagestapel. Haben wir hier einen leichten? Nein, mit Erstschlag will ich gar nicht. Das ist eine Sache. Das habe ich auch vergessen. Die Hydrowache. Ich weiß nicht, ob es eine Boostkarte war. Weiß ich jetzt nicht. Eine Wache will ich auf jeden Fall nicht. Nimm mal hier. Anstacheln. Haben wir den Hydra-Kämpfer. Der kommt mit Anstacheln 1 im Spiel. Gut. Oha, jetzt müssen wir aber hier... Jetzt müssen wir performen. Sonst wird das eng. Erbitterte Rivale. Sobald aufgedeckt, erschöpfe für jeden Nebenplan im Spiel einen Charakter unter deiner Kontrolle. Eins, zwei. Keine Ahnung. Okay. 9 Lebenspunkte. Boah. Ich erschöpfe erstmal die, darf eine Karte ziehen. Ach, Gedankenscan. Sehr gut. Das ist gut. Okay, dann kann ich rüberspringen. So. Dann spielen wir für 1.
Spielen wir für 1, spielen wir den auf die Spur. Dann tun wir an der hier dran legen. Ich darf einen Verbündeten nehmen. So haben wir. Dann spiele ich hier für 1 nochmal den Verstärkung anfordern, den Nebenplan von mir. Der kommt mit 3. So. Dann spiele ich zur Sache. Für die Doppelressource Gedankenscan entferne 3 Bedrohungen von einem Plan. Nee, noch nicht. Da muss ich, ja. Machen wir erstmal hier. Entferne 3 Bedrohungen von einem Plan. Das ist dann er hier. So. 3 Bedrohungen von einem Plan. Das ist gut. Dadurch zündet meine Waffe. Dadurch mache ich die C-Statuskarte weg. Jetzt darf ich mir einen Verbündeten nehmen und ihn ins Spiel bringen. Wen nehmen wir denn da? Nehmen wir Hope Summers. So, Hope Summers. Willkommen. Zack. Als ein Nebenplan besiegt worden, dadurch wird das Spiel bereit. Nachdem Kebel einen Nebenplan besiegt, okay. Er ist spielbereit. Dann darf ich eine Karte ziehen. Bodyslide. So, dann. Ja, dann macht hier sie. Leistet einmal Widerstand. Ich kann ihre Reaktion nicht nehmen, nachdem Hope Summers von deiner Hand gespielt hast. Durchsuche dein Deck und deine Superkraft. Ich habe sie nicht von meiner Hand gespielt, ne? Die kam ja. Also macht aber trotzdem 2. Das ist das hier. Dann spiele ich Multitasking. Entferne. Ja, ist egal. Entferne 2 Bedrohungen von einem Plan. Spiele ich mit der, ist das hier weg. Dadurch kriegt jetzt der hier 4 Schaden. 1, 2, 3, 4. Ich darf noch einen Verbündeten nehmen. Den nehmen wir denn da? Ist eigentlich im Grunde Pott wie Deckel jetzt. Nehmen wir einfach nur, einfach weil er cool ist, der ist cool. Doch, Deathpool. Nehmen wir Deathpool. So, die ist weg. Kommt Deathpool noch hier hin. So. Dann greift Deathpool an. Bekommt einen Schaden. Macht 2 Schaden. 1, 2. Dann kriegt einen Schaden zurück. Dann könnte, ich weiß, ich habe hier die Karte jetzt nicht gespielt, muss kein Upgrade jetzt mehr raussuchen. Und dann könnte Kolossus den noch fertig machen, aber ich finde, er schießt ihn mit seiner Waffe weg. 1, 2, 3, 4, 5, darf aber nur 4 machen, er hat nur noch 3. Und haut ihn weg.
Wow, ziemlich cool. Das war ein hartes Spiel. Boah, wenn er schon. Red Skull ist einfach mit seinen scheiß Nebenplänen. Der ist mega stark. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst ein Abo da, ein Like. Werd auch gerne Kanalmitglied für mehr Boni. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Avengers sammeln. Playgames Alone wird unterstützt von der Spielebude. Jetzt mit 5% Rabatt. Link in der Beschreibung.